Hallo Leute, hier sind wieder Mephisto 2051 und Varuna MC, Servus. Ich schalte erstmal schnell die Ansicht um, so. Und wir sind natürlich wieder auf dem Sky Factory Server. Jawohl, das hast du inzwischen gelernt, das finde ich cool. Warum hast du einen Beil im Kopf? Ich weiß nicht, ich habe irgendwie heute Kopfschmerzen, aber aua. Ja, ich dachte, ich mache noch ein zweites dazu, aber es ging irgendwie nicht. Ah, deswegen habe ich so Kopfweh. Naja. Egal. Ich werde heute mir ein Jetpack bauen. Hoffentlich. Da bin ich mal gespannt, ob du es in der Folge schaffst. Ja, deshalb gebe ich jetzt auch gleich Gas. Wir bauen einfach von Simply Jetpack 1. Okay. Müsste ja ich gehe wieder zum ME. Und habe da jetzt mal knuddeligerweise noch einen Pulverizer dran angeschlossen, indem wir uns dann Flux Dust herstellen aus Flux Crystals. Es sieht noch nicht sonderlich hübsch aus, aber es funktioniert. Und das ME ist dann schon relativ flott, kann man nichts sagen. Wir haben auch ein paar mehr molekulare Assembler und ME-Interface. Da kann man auch noch ein paar mehr bauen. Ich habe schon ein paar Karten gemacht. Sagen wir, wir bauen mal einfach noch 5. Dann brauchen wir natürlich auch 20 von diesen Käfigen. Glas habe ich keins dabei. Bevor ich alles baue, baue ich am besten mal noch mehrere, das wie heißt, Prozessoren. Ich habe auch Zeug drin. Ach so, ich sollte den Magnet vorher ausmachen. Jetzt kommt alles wieder zurückgeflogen. Weg damit hier, weg, weg, weg und es kommt wieder zurück. Ja. Wieder das Backup. Egal. Was soll ich machen? Genau, ich habe Monitore gemacht. Dann machen wir natürlich 64K Storages. 6 Stück kommen da auch. Ist ja cool. Oh, nach Mod sortieren ist auch mal was Tolles. Hä? Geht es jetzt nicht? Ich bin nur blind. Warum geht es nicht? 64K Storages. Was geht bei dir nicht? Ich hab hier alles im Inventar. Nein, 3 pro Ding, 2 hab ich. Das von Hand hier eintragen. Unten war Redstone, glaube ich. Ne, einen hab ich. 9 hab ich, dann mach ich noch 8. Wenn man hier schon anfängt zu automatisieren, muss natürlich alles im großen Umfang hergestellt werden. So, und. Warum geht es schon wieder nicht? Was soll denn das? Muss ich wieder per Hand hier alles reinlegen? Ja, das ME ist noch in den Kinderschuhen, es ist nur klein. Na, hoffentlich geht es, wenn da schon ein bisschen angebraucht ist. Ja! Redstone Jetpack. Unser erstes Jetpack. Liegt dir auch gleich was. Achso, LED, genau. LED Jetpack. Hat man ja vorhin schon. So. Hardened Jetpack. Das geht auch wieder nicht. Warum geht es manchmal mit dem Fragezeichen rein und manchmal nicht? Ja, frag mich was Leichteres. So, dann haben wir den ganzen anderen Scheiß. So, das ist das Glotzding. Achso, wir müssen das Pause machen. Mal glaube ich irgendwie so. Und ein bisschen Tin. Nö. Hä? Doch, war doch so. Ich setze hier mal gerade ein bisschen um. Oder den anderen Aufzug. Ich sollte vielleicht mal den Magnet mitnehmen. Damit nicht immer alles abhanden kommt. Machen wir nochmal Pause. Zinn und Kupfer. Also 3 Kupfer, 1 Zinn. Einfach in den Deduction-Smelter schmeißen. Ging das nicht auch shapeless irgendwann mal? Kann sein, dass es geht. Hallo, Smelter geht auch. Wir haben so ein Ding direkt beim Zentrum stehen. Geht nicht mehr. Induction-Smelter. Das hier müsste sein. Ja. Ja, der haut wahrscheinlich das Zeug gleich wieder irgendwo hin weiter, oder?
Ich glaube nur in die Kiste. Nur in die Kiste. So. Dann nochmal drei Prozessoren und den Rest Co-Prozessoren. Wir brauchen mehr Co-Prozessoren. Ich hoffe, die wurden noch hergestellt. Jetzt funktioniert nichts mehr. Ich mache einfach ein paar mehr. Ich habe berechnet, wie viel ich da brauche. 8 plus 6, 14 pro Ding. Das ist schon ein bisschen was. Dördler. Unser erster fetter Prozessor ist da. Na toll. Mal zwei so Gears machen. Den schließen wir dann mal an. Nein, ist kein Kabel da. Und das Ding ist am Rechnen. So warten. Deswegen will ich ja mehr Prozessoren. Oh, leider ein paar Kabel übrig geblieben. Sowas Blödes. Voll doof, ich hatte genug Gears. Mensch, Mensch, Mensch. Oh. Was ist das? Confused. Harden Flux Conduct. Let's down. Frag mir wie R, der kann dir sagen, wenn es richtig ausspricht. Nee. Mir beschwert er sich auch immer. Ich glaub das schon. So, dann machen wir den nächsten Monitor. Irgendwie bin ich ein bisschen überfordert. Das da brauchen wir jetzt zu suchen. Die Richtung wollte ich den Monitor natürlich nicht. Ich möchte ja sehen, was das ME herstellt. Es werden jetzt erstmal zwei Prozessoren mit zwei Monitoren. Man sieht, wo was gebaut wird. Jetzt geht's wieder nicht. Da fehlt also noch irgendwas, glaube ich. So, das hätten wir, dann kommen wieder drei Prozessorenstränge drüber und mehr Hilfsprozessoren. Der ganzen Aufwand betreibe ich übrigens nur, weil je mehr davon da sind, desto besser klappt das. Man braucht ziemlich viele, um hier die Dinger alle auszunutzen. Ich glaube, jedes Ding braucht für jede Karte im Idealfall einen Co-Prozessor. Was ist denn ein Ding? Molecular Assembler. Das heißt, im Idealfall müsste ich glaube ich 20 Prozessoren, Co-Prozessoren haben. Das heißt, das hier ist wahrscheinlich noch ein Tick zu klein, um es maximal schnell auszunutzen, aber es dürfte trotzdem schon sehr schnell sein. Ich habe immer noch nicht verstanden, was das Ding ist. Die Kammer, in der die Sachen vom ME-Interface zusammengepuzzelt werden. Ach so, in den Teilen da oben. Yep. So, eins fehlt so, noch. So, jetzt hab ich hier. Ja. Ah. Egal, Pech. Hol das auf die Lampe. Ich lass es mal. Jetzt hab ich's wieder verpackt. Ja. Klappt mal wieder heute gar nicht. Doch, gleich. Also bei mir ist heute echt der Wurm drin beim Bauen. Und bei dir? Bei mir geht's, ich hab jetzt gleich das Jetpack. Das zweite. Gratuliere. Jetzt habe ich gesagt, ich brauche 16 davon. Okay, habe ich. Davon brauche ich 9. Reicht auch. Nein, da gehört doch Invar hin, Mann. Jawohl, hardened Jetpack. 9 Minuten, das ist so ganz gut. Dann gucken wir mal, ob wir doch vielleicht noch das nächste auch hinkriegen. Elektron brauchen wir da. Müsste sogar noch da sein, ansonsten Gold und Silber einschmelzen. Wieder im Induction Smelter. Keins gesehen. Aber ich guck nochmal. Silber ist auf jeden Fall in der Kiste, ich war eben gucken. Naja, von den Ressourcen her ist alles da. Jetzt müssen wir das ganze, den ganzen Scheiß nochmal machen. Okay. Also. Und Diamanten habe ich aber nicht. Nein. Einmal nochmal das.
Da. Muss noch irgendwie per Kabel anschließen. Nein. Kein Bock. Dann brauchen wir Elektrum, Diamanten. Ah doch, warte mal, da ist doch glaube ich einer drin. Ja, hier. Schön. Nein, verklickt. Ja, eine Crafting-Folge. Ich zeige, wie das hergestellt wird, und es geht so schnell, dass ich, wenn ich hochgucke, schon zu langsam bin. Bei mir ist heute eine reine Crafting-Folge. Oh Gott. Kein Gold. Ein bisschen Gold. Aber wenn wir fertig sind, dann haben wir endlich ein Jetpack, dann können wir fliegen. Und dann ist die ganze Suche nach den Nodes nicht mehr so schwierig. Weil genau deshalb mache ich das eigentlich jetzt gerade bloß. Weil ich kriege irgendwie nie Ordo zusammen. Und wenn ich kein Ordo habe, dann ist doof. Ich muss Redstone einschmelzen. Haben wir hier irgendwo so eine Maschine, die Redstone einschmelzen kann? Ja. Ich komm mal zu dir, während wir hier die Beschleunigungskarten herstellen lassen. Ah, hier steht auch noch wie viele. Die steht nur auf dem Kopf. Moment. Fluid Transposer. Dann muss man dagegen hauen. Mit der Zange, glaube ich. So. Jetzt vom ME stehe, sehe ich auch, was da passiert. Gut, fix kann man nicht. Ach, das ist noch in der. Das ist noch ein Ender drin. Deshalb funktioniert das nicht. Das ist ja doof. Und die Limitierung durch die Prozessoren hier ist tatsächlich das, was am langsamsten ist. Krass. Jetzt habe ich was gesagt, ich habe vergessen. Was wolltest du? Die Maschine. Hier zum Einschmelzen. Ja, aber da ist noch 500 resonant Ender drin. Oh, Haus kaputt und stell's neu hin. Achso, ich hätte. Dann ist das einfach weg, oder? Jupp. Okay. Moment. Am besten machst du aber aus dem Redstone Redstone Blöcke. Und schmilzt die ein, das geht schneller. Geht ja shapeless. Ein bisschen, zwei brauchen wir, dann brauchen wir vier. So, jetzt habe ich die Zange da drin. Was wollte ich machen? Neue Prozessoren bauen. Hier. Davon brauchen wir fünf. Und die Karten. Eine 32er Leitung haben, da passt was hin. Jawohl. Und wieder jawohl. Verbaut. Redstone Reception Call, haben wir da noch welche? Ah. Oh Gott. Ich habe schon so viel Zeug im Inventar, das ist alles voll. Ja, bei mir geht es jetzt langsam, das ME nimmt Form an. Dann machen wir hier ein bisschen Platz. Wo hast du die letzten fünf? Tipp hier. Haben wir das da schon? Ja, das da haben wir. Mal da rein. Wir jetzt hier die Beschleunigungskarten reinhauen und dann sollte das hier auch halbwegs zügig vor sich gehen. Das haben wir auch schon. Ich glaube, das war's. Nein, hier nochmal. Elektrum. Was war Elektrum nochmal? Gold und? Silber. Wovon brauche ich mehr? Wahrscheinlich vom Gold. Nein, 1-1. 1-1. Ja, einfach in den Duction-Smelter jeweils ein Stack reinhauen und zwei Stacks Elektrum rausnehmen. Silber. Gold. So, das Bestücken der. Ja, so viel Gold ist leider nicht da. Das ist nicht so spannend, aber. Fertig, wir haben jetzt 10 Assembler, während wir eben nur 5 hatten. Und das kann man dann halt hier im MP sehen. Das ist auch schön gebaut. Hast du das auch schön gebaut? Was für ein? Na, schön gebaut. Ja, das Glaskabel unterstützt ja nur 8. Das ist blöd. Ja. Die dicken Kabel an die Assembler anschließen, sehen wir doch mal. Wunderbar, dann müssen es jetzt aber 10 sein. Oh, da ist noch ein Elektron-Gear. Brauche ich vielleicht, glaube ich. Immer noch nur 8. Noch andersrum und dann. Warum kann ich da nichts reinlegen in den Transposer? Keine Ahnung.
Das ist natürlich jetzt blöd gelaufen. Dass ich auch damit nur 8 ansteuern darf. Nicht in den Magma-Kurse belegen und der haut es dann rüber. Ja. Das ist echt doof, dass ich nur 8 ansteuern darf mit dem scheiß Kabel. Selbst mit dem dicken Kabel kommt dann ein kleines raus, das die ansteuert. Bannerei. Also 2 Redstone geben 1 so ein Ding. Dann muss man gerade mal gucken, wie viel man dafür braucht. Ja. Wahrscheinlich die Decke abzureißen. Ich überlege, ob ich die jetzt hier vorne stehen lasse oder sie nach hinten verlege. Okay, also auch mit dem dicken Kabel werden es nur 8 Stück. Dann könnte ich die einfach alle nach hinten verplappern und vorne die anschließen, damit der Raum ausgefüllt wird. Dann muss ich halt mehr Reihen von denen machen. Geht auch. Ist doof, klappt aber. Ich glaube, ich mache die nach hinten. Das dauert. Das mache ich dann zwischen den Folgen. Ich lege die einfach nach hinten und mache noch eine zweite Reihe. Auf jeden Fall haben wir jetzt schon mal 8 funktionierende. Wir hatten eben nur 5 und dann kann man damit ein paar mehr machen. Dann können mehr Sachen schnell gleichzeitig gecraftet werden. Bei 16 Minuten. 16 Minuten. Ja, ich wäre jetzt erstmal fertig. Ich würde das andere Offplay machen. Ja. Ja, ich baue noch ein bisschen. Kannst du mir noch ein bisschen Gold bringen? Ja. Obwohl, ich nehme es direkt aus dem ME. Warum soll ich mir hier... Was ist das? Wir haben sogar Bronze im ME. Hättest du was gesagt? Ja, egal. Die Magnete sind seltsam. Oh, dann müssen wir hier noch... Gold liegt hinter dir. Bisschen Redstone, danke. Noch ein bisschen. Ich mache jetzt den ganzen Kram mal schnell noch ins ME, weil er hier ein bisschen nervt. So. Den Magneten behalte ich bei mir. Noch ein Redstone. Und es wäre mal an der Zeit, mir mein Schwert aufzurüsten, was ich irgendwie schon seit 3 Millionen Folgen machen wollte. Jetzt habe ich keinen Platz mehr im Inventar. Egal, bleib mal hier stehen und craften einfach, dann ploppt das nachher rein. Ein Buch, Gold und 4 Bücher. Was hab ich denn? Kram liegt, glaube ich, bei dir jede Menge rum. Was habe ich denn jetzt schon wieder nicht? Jede Menge Bücher. Ich habe gar keine gammeligen Bücher mehr. Redstone Reception Coil. Und Elektron. Buchregale? Ja, du hättest doch mal irgendwann 3 Millionen Buchregale hergestellt. Keine Ahnung. Holz, Holz, mehr Holz. Haben, da lasse ich jetzt mal als Holz. Oh, und dann fehlt nur noch. Moment. Sehr komisch, dir zuzuhören. Hä? Der zieht das wieder nicht rein, dann muss ich wieder selber machen. Aua! Hör auf! Bin hier voll konzentriert. Reinforced Jetpack Tier 3. Du. Gratuliere, Shadow! Hä? Rainforest, ja. Reinforced, habe ich gesagt. Ja, nachdem es schon in Rainforest war. Du kannst mir doch nicht Shadow nennen. Wenn du Rainforest sagst, hast du eben die. Zuckerrohr abgefarmt. Ja. Wollen wir den denn? Das wird bei mir gleich gepulverized und Zucker draus gemacht. Warum Zucker? Jawohl. Warum brauchst du Zucker? Hä? Ich fliege! Wofür brauchst du Zucker? Na, für die Dings da. Wie heißen die? Für die Sandwiches. Wird mir irgendwo das Fuel angezeigt? Ah ja, 100%. Jetzt kann ich auch diesen komischen, das Ding angucken, was du gesagt hast. Du hast gesagt, hier ist irgendwie, wäre ein separater Raum vom Shadow. Ja, da hat er einen angelegt, den wir wahrscheinlich nicht sehen sollten. Er war unsichtbar. Ich habe innen drin einfach mal den Schalter umgelegt. Ah, aus Skyblock? Oder was meinst du? Ja. So, ich wollte jetzt noch kurz gucken, guck weil... Guck an und...
habe den Hover Mode aktiviert. Ja, siehst du, der ist weg. Ah, okay. Raum. Da fällt nur auf, dass er irgendwie blockiert, obwohl man durchgucken müsste. Ja, das ist das, was ich von unten gesehen habe. Von unten sieht man nämlich hier einfach rotes Redstone-Zeug. Ja. Man kannst du schalten, warte. Achso, jetzt kannst du mal den Schalter umlegen. Welchen? Das sind zwei. Ja. Das war der falsche. Ah. Wenn du sowas weiter weg machen würdest, ohne Gebäude in der Nähe, wird man das wahrscheinlich nicht finden. So war es zu offensichtlich. Ja, aber wofür bitte? Und wofür? Hier sind ein Stack Autonomous Activator. Was ist das bitte? Weiß ich nicht. Du wolltest doch, dass er auch mit auf den Server kann. Du solltest lieber Baby annehmen statt ihn. Ja, ihr könnt ja drüber abstimmen, dann schreibt es einfach mal in die Kommentare. So, ich kann auf jeden Fall fliegen, das finde ich saugeil. Hab natürlich den Hover Mode aktiviert. Oh! Ich sollte den Hover Mode nicht deaktivieren, wenn ich überm Nichts bin. Warum nicht? Ja, das gibt so hässlichen Schaden. Nur am Beschweren. Und vor allem sind die Heads noch auf H gelegt. Ich habe den extra auf H. So, ja, das war's von der heutigen Folge Minecraft Sky Factory. Ja, ich mache uns für das nächste Mal ein paar Bücher und fange dann mit dem Schwert an und mache dann mit dem MI weiter. Ihr habt ja gesehen, wie das Rezept ist. Ich mache mal Enchanted Magical Wood. Ne, nur Magical Wood, hoppala. Und guck mal, ob ich daraus irgendwas gebaut bekomme. Schwebe hier über der Welt. Finde ich saugeil. Ich sehe dich. Geh mal weg. Ah. Komm, ich hau dich. Wo bist du denn? Nee. Komm, dich hauen. Nein. Doch. Nein, ich bin schneller wie du. Ich bin hier schon wieder in der Pampa, da unten eine blöde Plattform. Überall hast du was gebaut und lässt es stehen. Ah, das ist eine Node. Ja, das sind Node-Plattformen, die da unten sind. Die kommen irgendwann auch weg. Mach mir nicht wieder die Node kaputt. Ich habe kurz drüber nachgedacht, hab's aber gelassen. Auf jeden Fall können wir jetzt schneller Node suchen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Schaut auch bei Mephisto2051 vorbei. Jupp, und bei Verona MC. Und bis zum nächsten Mal. Alles Gute, bis dann, Leute. Ciao. Ciao.